Herzlich willkommen auf YouTube zur nächsten Folge von unserem Dream-Projekt, von unserem Multiplayer-Projekt. Hier bei mir ist der Stefan. Abend. Und wir sind hier unterwegs mit unserem neuen LKW. Ja, was hat sich getan? Wir haben festgestellt, dass der Krampe nicht passt in Kuhstall und Co. Der Scania auch nicht. Deswegen haben wir uns noch ein MAN geholt und wir greifen hier auf den Fliegel zurück. Der hat zwar nur 48.000 Liter, was ganz praktisch ist, weil die Schaufel für die Silage hat 12.000 Liter, also passen genau 4 Schaufeln rein. Hat was, der Stefan? Ja. Ist auf jeden Fall sehr günstig. So, ja, von dem Fliegel haben wir uns gleich 2 geholt. Auch nachher natürlich fürs Maishäckseln und so weiter. Eindeutig sehr nützlich, finden wir. Ne, den Scania haben wir natürlich behalten. Auch wenn da jetzt ein Fliegel dran hängt. Ich glaube, was beim Maishäckseln tatsächlich nachher den Unterschied machen wird, ist dieser Schubboden. Das ist schon ganz cool. Ja, vor allen Dingen beim Maishäckseln, beim Abkippen. Ja, genau. Ja. Na? Und ja, den haben wir jetzt auf automatisch fahren gestellt, hier mit Autodrive, sodass Stefan ihn nur vollschaufeln braucht. Ich bin sofort da. Ich Park hier gerade. Ich habe gerade ein bisschen Gülle abgeholt, weil die Gülle voll, aber gerade sind ja die beiden LKWs beschäftigt. Ja. Und da ich ja gerade für das Diesel noch das Fass dran hatte, habe ich gedacht, dann bringst du noch schnell was weg, bevor wir hier alles wegreißen, ne? Ja, stimmt. Ist ja noch ein bisschen was zu tun, ne? Ja, wir müssen hier noch ein bisschen Platz schaffen. Wir werden reich. Wir werden reich. 740 für 20.000 Liter Gülle. Soll ich dann vielleicht schon mal die Geräte wegräumen? Ja. Könnte man ja eigentlich jetzt in der Folge schon nicht nur sagen, was haben wir jetzt neu, sondern auch in der Folge schon stellen, ne? Ja. Weil du hast ja noch genug Holz da zum ne? Ja, ich weiß nicht, wie viel auf dem oberen Haufen liegt, aber auf dem unteren. Ja, ungefähr die Hälfte von dem, was auf dem unteren Haufen liegt. Schon noch ein bisschen was. Also was der Stefan jetzt hier gerade meint, ist, ich habe ein bisschen Holz gefällt. Und ich habe es alles liegen lassen, damit der Stefan das wegräumen kann. Na, das ist der kleine Haufen. Ja, und wir nähern uns der Grenze. Wie wir vorne sehen, das Gebiet wird jetzt schon wieder schmaler. Und es geht jetzt theoretisch von dem grünen Streifen noch bis zwischen die beiden Felder da vorne. Also theoretisch nur noch nach oben. Ist also nicht mehr so viel. Aber wir wollen heute uns hier ein bisschen verändern. Ich stelle die einfach auf die Grasfläche, oder? Ja, klar. Kommen wir gleich wieder weg. Ist ja nur zum Zwischenparken irgendwo. Ich hab mal eine Schaufel, dann komme ich dir helfen. Richtig, Pippo. Stefan will ja kein Holz mehr fällen. Deswegen habe ich gedacht, ich fäll das und dann braucht er es nur zu fahren. Ja,
Ja, ich habe mich inzwischen auch so ein bisschen mit dem Holzvollernter angefreundet, aber ja, Aber beste beste Freunde Freunde, werden wir nicht. genau, beste Freunde werden die nicht. Nee. So, wir haben ja in der letzten Zeit häufig gesagt, wir brauchen was Besseres für die bessere Unterstellmöglichkeiten. Und ich habe dann etwas länger gesucht, aber ja, schwierig. Ja, obwohl den kann ich. Besser direkt mit dem Drescher holen, ne? Wir müssen uns jetzt natürlich auch ein bisschen beeilen, ne? 15:09 Uhr im Februar. Bist schon fertig? Sonne steht schon tief. Ach so, wir haben hier übrigens zwei Sachen zum Anhängen, ne? Man kann einmal irgendwie da unten anhängen. Warum, weiß ich nicht. Ist reichlich dämlich. Oder eben hier. Da aufpassen, wenn du aus Versehen das untere erwischt hast, ne? Kommst du nicht in die Kurve. Ja. Mit dem hier wollte ich auch noch mal zur Werkstatt, um zu gucken, ob ich da nicht die getönten Scheiben rauskriege, ne? Ach so, ja, kannst. Haben wir den inzwischen gekauft? Ja, dann geht das doch. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob der getönte Scheiben hat. Nee, keine Konfiguration ändert die getönten Scheiben. Okay, ja dann. Ja, dann kann ich mir das auch sparen. Ja. Ja, wollen wir mit dem Umbauen anfangen? Ja, klar. Gut, das heißt, du wirfst jetzt einen Blick auf den Stream, ne? Ja. So, also erstmal den Biotank, den Ich kaufen stehe wir aber gleich auch wieder neu. hier. Und den Heuschuppen verkaufen wir auch. So, jetzt kaufen wir uns eine LKW-Halle. Genau, Spieler steht im Weg. So, erstmal kurz gucken, dass sie gerade steht. Ja. Weil diese Halle ist, ja, ich weiß, da steht Groß Hirschfeld drauf. Aber auf dem Gebäude sieht man das kaum. Und von allen Gebäuden, die ich gesucht habe, die ich gesehen habe, oder die wir gesucht, ne, die wir durchgeguckt haben, ist das immer noch die schönste Halle für, ne, die schönste Durchfahrhalle, die man kriegt. Ist das schon schick. Und auch die Waschstraße an der Seite ist Ja, schon wir werden echt sie cool wahrscheinlich gemacht. auch nutzen. Ne, weil der Drescher fährt ja normalerweise sowieso nicht an meiner Werkstatt vorbei. Na? Außer er muss repariert werden. So. Stefan, jetzt musst du mitgucken. Abstand Ja, ich für gucke. vorne zu rangieren. Soll ich da vielleicht einfach, warte mal, hilft das, wenn ich da mit dem Traktor mal hinfahre? So für Nee, Größenvergleich und so. nimm lieber den Drescher. Oder so, ja. Ja, oder ja, ich hätte gesagt, hättest ja auch was hinten dran hängen können. Weil im Endeffekt musst du ja, ich meine, mit dem Drescher musst du ja auch da rein, ne? Nur halt ohne Schneidwerk vorne dran. Ich kann in den Drescher gar nicht einsteigen. Was ist Ach das? so, ich sitze da noch drin. Entschuldigung. Okay. Nee, aber ich denke, Na. das müsste doch ausreichend sein vorne. Ja. Wir wollen ja keinen geraden LKW davor packen, sondern einfach nur um die Ecke kommen.
Was ist mit dem Abstand zur Agrarfabrik? Ich guck mir das mal Da haben wir ja gerade so diesen an. grünen Streifen, der. Der ist ungefähr da. Ja, ich sehe dich ja. Ja, ist doch okay. Ja? Ist doch Platz. Ja, hier kommst du doch locker durch. Naja, Wenn's es geht ja aber drehen auch kannst darum, du du musst ja nicht mit mehr, dem, mit, du aber. musst ja mit dem 40-Tonner auch an die Agrar ran, ne? Aber da kannst du ja von hinten reinfahren und dann rückwärts ransetzen. Ja, klar, das geht doch. Ja. Okay. Ich hab Geld ausgegeben. So, und was war jetzt nochmal das andere, was wir bauen wollten? Ich habe schon wieder vergessen. War die Lohnerhalle, ne? Ja. War die hier, ne? Ja. Genau, das hier wird unsere zweite Halle. Und die packen wir einfach direkt dahinter. Allerdings mit einem Abstand, sodass man dazwischen dann auch vernünftig wenden kann, ne? Ja, warte mal, bevor du die da hinstellst, soll ich da nicht tatsächlich einfach mal mit dem Drescher reinfahren? Oder mit einem LKW oder irgendwas? Ja, fahr mal mit dem. Nimm mal dein Oder Xerion. Xperion mit dem Flug oder so. Genau, häng den Flug hinten dran. Hast du die Tore alle aufgemacht? Ja, habe ich gerade aufgemacht. Ich war gerade am Überlegen. Ich wollte dir gerade die Tore aufmachen, damit du jetzt da durchfahren kannst. Boah, dir tue ich noch mal einen Gefallen. Die Lohnerhalle ist nämlich auch nicht die billigste. Die möchte ich nur ungern zweimal platzieren. Mit 455.000, ne? So, ich meine, wir müssen ja nur um die Ecke fahren. Aber jetzt fahr doch mal raus, Ja. sodass quasi die volle, ne, die, dass das Heck vom Flug an der Halle steht. Weil ich möchte schon eine komplette Länge zwischen den. Also das war theoretisch. Jo, so ist So gut. meinst du? Genau, so. Und jetzt würde ich quasi die Halle da dran setzen. So vor deine Schnauze. Man geht gerade nicht, weil du jetzt blockierst. Ja. Na, aber dann würde ich die jetzt quasi so dahin setzen. Bon. Ich gucke jetzt mal, ob ich da rauskomme. Naja, wenn nicht, hast du Pech gehabt. Ich reiß sie jetzt nicht ab und baue sie neu. Nee, aber es müsste ja passen. So. Ja. Hätte ja schon viel früher einlenken können. Ja, theoretisch ja, aber ich wollte jetzt einfach mal gucken, wie viel Platz da ist, aber das passt doch. Da haben wir jetzt gut Platz, ne? Ja. So. Jetzt müssen wir natürlich noch unsere Verkaufsstation neu platzieren, den Biotank. Den können wir natürlich hier an die Seite wieder packen. Ja. Den können wir aber auch hier hinpacken. Ja, wo ist es? Es muss halt nur so ein bisschen Platz sein, dass du dran vorbeikommst, ne, mit einem großen Gespann. Aber was sollen wir denn hier hinsetzen? Ja. Ich würde noch ein Stück zurück. Ja. Gekauft. So, und jetzt machen wir die ganzen Felder weg, ne? Wir machen da natürlich jetzt überall Schotter hin, würde ich sagen, ne? Ja. Frage mich nicht, warum der das macht. Also ich sehe das hier nicht.
Echt? Nö, ja, das sehe ich jetzt schon. Also das Gras ja. Aber wenn du das Gras wegmachst, also die Ist. grünen Stellen sehe ich nicht. Okay. Dann sind diese grünen Stellen wahrscheinlich ein Sync-Problem. Das kann sein. So, und dann müssen wir da, die hintere Ausfahrt werden wir erstmal nicht nutzen, ne? Ich würde trotzdem irgendwie einen Weg drumherum machen, oder? Ja gut, aber wir werden sie wohl nicht so wirklich nutzen, ne? Ich glaube, jetzt habe ich Schotter ins Gebäude gemalt. So. Sagst du dazu? Sieht man aber nicht. Sieht gut aus. So, jetzt machen wir Gebäudebegehung. Hier so zusammen. Na, also erstmal für diejenigen, die. Die Waschstraße nicht kennen von Hott. Ne, die Waschstraße von Hott ist übrigens der Grund, warum wir überhaupt Werkstatt mit Personal haben. Machen wir mal an hier. Ne, machst du zu. Denn das Skript da drin habe ich ursprünglich für Hott, für dieses Ding hier geschrieben. Tada. Sauber. So ist das. So, dann haben wir hier riesige Abstellmöglichkeiten und wir haben hier vorne noch den Hirschfeld Logistikbereich, wo wir tatsächlich überall rein können. Können, aber nicht müssen. Ja, nicht jede Tür geht hier auf. Und das bisschen Hirschfeld hier drin, ich denke, das können wir ertragen. Ich meine, so schlimm ist es nicht, ne? Wir haben orange Farbe an den Traktoren. Richtig. Dann darf Also auch ein die bisschen Farbe an Hirschfeld sich dran. macht uns kein Problem, ne? Nö. Im Gegenteil. Ich glaube allerdings, das Schneidwerk passt nicht in die. Ne, das werden wir draußen irgendwo lagern müssen. Nein, ich meine, waschen. Ach so, ja, aber es passt, glaube ich, auch nicht in die Halle, ne? Nee, deswegen haben wir noch die andere Halle. Ja, genau. Tor ist knapp, aber. Hat im Test funktioniert? Gut, der Test war jetzt im Singleplayer-Spielstand, ne? Ja, gut. Bin ich jetzt blöd? Aha.
So, Twitch gibt gleich Werbung, sehe ich gerade. Viel Spaß bei der Werbung. Guck mal, in der Ecke stört das noch nicht mal. Hm, ja, guck mal. So, damit haben wir hier, wie gesagt, eine riesige Halle, wo wir jede Menge, wo wir Krams drin verstauen können. Hauptsächlich natürlich die LKWs, also die Auflieger und die langen Doppelzüge. Wer weiß, vielleicht brauchen wir später sogar noch einen zweiten davon. Das war ganz schön dreckig, das Schneidwerk, wa? Ja. Merkwürdigerweise nur das Schneidwerk, nicht der Drescher. Guck, was? Oh, Sound gibt's auch. Willkommen in Ihren Fällen. So, die Idee ist nämlich, wir parken die langen Auflieger nachher, wenn sie dann von der Arbeit zurück sind. Die parken wir hier drin. Und die LKWs, die parken wir dann hier in dieser Halle, die zur Map gehört. Das ist die Idee. Frage ist, ob wir genug haben, ne? Weil wie viele Auflieger haben wir jetzt? Vier. Vier? Fünf. Holz, Fass, zweimal Fliegel und den Tierauflieger. Fünf. Fünf. Ja, und zwei lange Gespanne. Ja. Oh. Ne, plus zwei lange Gespanne sind sieben. Da müssen wir den Drescher eigentlich woanders hinparken, ne? Theoretisch ja. Dann muss auch der Flug da wieder raus, ne? Wir haben doch nur sieben Plätze, oder? Ja. Wo sind das? Acht? Ne, sieben. Ne, sieben. Oh mein Gott. Und der Flug halt woanders hin. Ja, fünf auch. Ja, und der Drescher auch. Ja. Oder wir parken die langen Gespanne woanders. Gibt ja auch noch den Holzanhänger, ne? Ja, den hatte ich ja mitgerechnet. Holz, Fass, zweimal Fliegel, einmal Tier. Ja, da wobei der Holz wird aber unten bleiben. Ja, glaub nicht, dass der da reinfährt, ne? Also macht ja keinen Sinn. Der wechselt ja nur von einem Holzgebiet ins andere. Genau, richtig. Ja, dann kann der Drescher drin stehen bleiben. Ah, jetzt haben wir so viel Platz oder noch nicht genug Platz?
Ja, Beavis, kann ich mir gut vorstellen, dass der gut ist. Dieser More Power. Namen Minian. Namen Atri. Nein, Menian, wir haben kein Schneidwerkslager. Außerdem gibt es dafür ja kein ordentliches Schneidwerkslager. Und vor allen Dingen haben wir ja ein Drepper-Schneidwerk. Was ist denn jetzt? So, hier kommen die drei LKWs rein. War noch drei? Ja, drei. Na, wenn der eine nicht gerade beim Post stehen würde, wären es ja drei. Hier kommen die drei LKWs rein. Achso, den kann ich hiermit gar nicht fahren, ne? Guck mal. Nein. Ja, was machen wir denn jetzt mit dem... Eins neben die Halle stellen. Oder? Was meinst du, neben die Halle stellen? Muss man eine Sache neben die Halle stellen. Ja, das ist es halt so. Gut, dann stelle ich den Flug mal neben die Halle, ne? Ja. Wir können den Flug auch wieder hinten in so eine Halle stellen. Das sind ja keine Durchfahrhallen. Ja, wo kannst du die Deichsel sperren und den rückwärts reinschieben? Kannst du die Deichsel bei dem nicht sperren? Ne? Nee. Ja gut, Weil dann der hat kann keine man ihn halt. Deichsel. Das ist aus Sicht vom Dann kann LS man ihn. keine Deichsel. Aber dann kann man ihn ja auch einfach so da reinfahren. Gut, dauert ein bisschen, aber geht. Dann wollen wir mal dahin, oder? Erstmal. Kommst ja immer noch mit dem Auflieger vorbei, also alles Ja. gut. Wir haben ja mit Absicht Platz gelassen, ne? Oh, da bin ich an irgendeiner Kante hängen geblieben anscheinend. Ja, wenn da jetzt auch irgendwelche Unebenheiten sind, wo wir nachgucken müssen, müssen wir halt nachgucken, ne? Ja. Jo, Beppo, langsam muss ja mal früher raus. Das war doof, aber da haben wir Verständnis für. Viel Spaß auf der Arbeit morgen. Lass dich nicht zanken. Hast du noch im Graslager? Also im. Warte. Knapp 90.000 noch. Dann ist ja auch bald vorbei mit Alles gut. Fahren, ne? Ja, wolltest du das eine denn auch noch leeren? Das andere auch noch leer machen oder Nee, weil das erste? so viel passt ja nicht in die Produktion. Ich weiß gerade nicht, wie viel da reinpasst. Keine Ahnung. 1,5 Millionen. Ja, okay. Wenn das hier leer ist, waren das ja um die 700.000, ne? Ja, 705.000, glaube ich, waren drin. Ja. Mal guck mal, den stelle ich jetzt hier hin.
gesehen? Ja. Nur die Plätze für die LKW sind frei. Hast du jetzt noch mehr als 48.000 drin? Jetzt, wo du beide voll hast? Okay, das heißt, du brauchst die beide nochmal. Schade. Spring mal in den ersten TGS. Der ist schon wieder hier hängen geblieben. An diesem komischen, was ist das? Keine Ahnung. Flaschencontainer oder was? Weil dass die Leute auch überall ihre Container rumstehen lassen müssen, ne? Gibt's echt nicht. Aber merkwürdigerweise, es war eben auch, da ist nur der erste hängen geblieben, nicht der zweite, der gefahren ist. Naja, der zweite hat ja auch eine lenkende Achse, ne? Ja, klar, stimmt, das ein, ja, richtig. Das heißt, der kommt besser um die Kurve. Ja, stimmt. Durch die lenkende Hinterachse. So, sind wir jetzt mit den Baumaßnahmen, mit den Umbaumaßnahmen fertig? Das erste. Ich denke, das nächste ist Felder kaufen, oder? Ah, wunderbar, da kann man nicht mal hinspringen, die haben keine Icons. Ja, das nächste wäre, sich darüber zu einigen, was wir denn als nächstes anpflanzen, ne? Ja. Aber das brauchen wir ja nicht mehr in YouTube zu diskutieren. Wir danken fürs Reinschalten. Ich hoffe, so die Umbaumaßnahmen findet ihr nicht so schlecht. Und auch wenn jetzt hier Hirschfeld-Logistik dran steht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.